wer anderen eine Grube gräbt. Unter einem Karren. Wobei, wenn du den Zauner gehst, dann bist du auch nackt. Ich geh überhaupt nicht in den Zauner. Weil allein die Vorstellung, da kriege ich schon gedanklichen Fußpilz. Das löst aber wunderbar die Verspannungen. Und gerade die seelischen. Solltest du vielleicht einmal in den Zauner gehen? Hubert und Staller liegen bäuchlings im Gras. Staller späht durch ein Fernglas. Riedel lauert unter einer Bank. Und? Habt ihr schon was gesehen? Hallo? Was ist das? Ich bin schon wieder total nervös. Ja, muss in den Zauner gehen. Möchte mir gar nicht vorstellen. Hubert ins Funkgerät. Riedel, noch mal. Erst wenn wir Zugriff sagen, Ende. Ein Nackter joggt vorbei. Zugriff? Was? Ach so, Zugriff. War das jetzt der Test? Staller und Hubert rennen über eine Weide. Riedel springt auf und schnappt sich sein Rad. Der Nackte sprintet auf einen Friedhof zu. Er ist muskulös, trägt ein Stirnband und Laufschuhe. Riedel tritt ins Leere. Staller ist im Nackten auf den Fersen. Scheiße! Riedel nestelt an der Fahrradkette. Durch den Friedhof! Wütend wirft Riedel das Radl hin. Auf einem schmiedeeisernen Grabmal hockt eine Krähe. Auf dem Friedhof kommt Staller Steinstufen herab. Jetzt bleiben wir mal stehen, Zifix! Er eilt zwischen Gräbern hindurch. Hubert hastet die Stufen herunter. Hansi! Suchend blickt er sich zwischen den Grabsteinen um. Hansi? Mit gerunzelter Stirn geht er langsam weiter. Hubert bemerkt die Krähe. Hansi? Die flattert los. Seit wann redst du mit Vögeln? Staller liegt in einem ausgehobenen Grab mit grünem Kunstrasen. Gegenfrage, was tust du da? Hansi, schau jetzt vielleicht nicht hinter dich. Hinter Staller eine Hand. Ah! Riedel sperrt das Grab ab. Unten steht Staller über einer Leiche. Hubert? So, Hansi, wie schaut's aus? Ja, also über Tote soll man nichts Schlechtes sagen, aber der ist wirklich ein bisschen fett. Ja, Gewicht? Ja, so 200. Leck mich doch am Arsch. Anja, magst du vielleicht da runter? Na, danke. Aber die Leiche will vielleicht hier hoch. Wie soll das gehen? 200 Kilo, hast du gehört? Mir egal, wie ihr das macht. Hauptsache, einpacken. Sie gibt Hubert einen Leichensack. Riedel, einpacken. Und? Staller schließt den Leichensack über dem Gesicht des Toten. Riedel stützt sich am Grabrand ab. Riedel, jetzt stell dich nicht zu Anlass. Einfach los. Der Ritter, Richtige. Ja, nicht loslassen, sonst kracht er ja voll auf die Leiche. Ja, dann hilf ihm halt, Hansi. Da kommt ein Blödsinn, dass wir den erst hochholen. Im Endeffekt landet er wieder unten. Riedel mit Fahrradhelm rutscht in die Grube. Aus dem Grab schiebt sich der Leichensack. Ja, Upsi, gescheit daherreden kann ich auch. Ja, was soll ich machen? Ist ja viel zu eng für drei Leute. Und verschwindet wieder. Hoppala. Wäre nicht schlecht, wenn ihr die Leiche ganz lasst. Das stellt sich aber echt saublöd an. Ja, dann machen wir das jetzt ganz anders. Riedel, Räuberleiter. Staller taucht auf und klettert behende aus dem Erdloch. Riedel zurrt ein Seil um den Toten fest. Okay. Hupsi an Hansi, Hupsi an Hansi. Warte mal. Hubert gibt Anja das Funkgerät und prüft den Karabinerhaken zwischen zwei Seilen. Okay, Motor starten, langsam Kupplung kommen lassen. Der Streifenwagen steht wenige Meter vom Grab entfernt. Staller sitzt am Steuer. Die Räder drehen durch. Die Seile straffen sich. Naja, vielleicht hat er das Loch übersehen und ist einfach reingefallen. Und warum war er dann zugegraben? Entschuldige, bei dem Gewicht, es gibt einen Erdrutsch. Ja, wie bei einer Schlammlawine. Stopp, Hansi, langt! Der Leichensack liegt vor dem Grab. Anja öffnet ihn. Ich muss euch leider enttäuschen. Da ist mit Gewalt nachgeholfen worden. Also Mord. Das ist aber eine raffinierte Entsorgungsmethode. Sack oben drauf, Grab zu, den Rest erledigen die Würmer. Hallo! Könnt ihr mir bitte hier raushelfen? Die Ermittler wenden sich flüchtig um, dann wieder Anja zu. Riedels Kopf erscheint kurz über dem Grabrand. Anja steckt einen Wattestab in ein Röhrchen.
Riedel hüpft mehrmals hoch. Er stützt sich mit den Unterarmen auf den Seiten ab und hieft sich mühsam aus dem Grab. Riedel rappelt sich auf und kommt zu seinen Kollegen. Er trägt noch immer den Fahrradhelm. Vielen Dank fürs Raushelfen. Ja, die lagen im Grab. Eine Zigarettenschachtel. Rauchen kann tödlich sein. Wetter, pass auf, Riedel. Das ist der Gesundheitshinweis. Der muss da draufstehen. Riedel, tödlich schreibt man mit D in der Mitte, das ist ein Rechtschreibfehler. Ach so. Anja, wann ist denn der jetzt genau gestorben? Vermutlich gestern Abend. Der liegt hier nicht länger als 12 Stunden. Den hab ich noch in der Hose gefunden. Ein Zettel. Bestattung in Heller. Warte mal. 101-90-200-200. Was kann das sein? Das sind die komischen Telefonnummern. In Gerwitz' Büro. Sag mal, wie haben Sie es wieder geschafft, mir statt einen nackten Lebenden einen angezogenen Toten anzuschleppen? Ha? Ist wirklich saudum, dass mir die Kette rausgeklungen ist. Und laufen konnten Sie nicht, oder was? Ich kann doch nicht das Radl unabgesperrt in der Wiese liegen lassen. Es kann doch nicht so schwer sein, zu dritt einen Nacken zu fangen. Der Mann ist eine Zumutung für Wolfratshausen. Das werden Sie drei wieder schön in Ordnung bringen. Was heißt, wir drei? Da haben Sie nicht mehr einmal schon den Toten gefunden. Ja, dafür haben Sie Talent. Dann finden Sie jetzt auch den passenden Mörder dazu. Sonja kommt. Ich habe ja die Nummer vom Bestatter. Danke. Ja, gut, dann nicht. Okay. Und Riedel, Sie sind mir für den Nacken verantwortlich. Der Streifenwagen fährt auf einen Hof und hält neben einem Leichenwagen. Eine schwarz gekleidete Frau kommt aus einem Hauseingang. Im Büro des Bestattungsinstituts sitzt eine Blonde mit langen, welligen Haaren am Schreibtisch. Hubert und Staller kommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie kann ich Ihnen helfen? Hupsi, ich mach das. Ja, liebe Frau. Schmidt, Luise Schmidt. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr traurig. Setzen Sie sich doch. Die Polizisten nehmen Platz. Was kann ich für Sie tun? Ein ganz besonderer Mensch ist tragischerweise von uns gegangen. Mein herzliches Beileid. Es ist nie einfach, einen geliebten Menschen zu verlieren. Wie jetzt? Sie wissen es schon. Was weiß ich schon? Hubert zeigt Handyfotos. Kennen Sie zufällig den Herrn dort? Natürlich kennt die Herrn, Mann. Das ist der Alfred Hofbauer. Was? Und unser Totengräber. Der Totengräber? Also drum haben wir ihn am Friedhof gefunden. Also frisch verscharrt. Ist er tot? Ja. Schaut so aus, ne? Können Sie sich vorstellen, was der da mitten in der Nacht zu suchen gehabt hat? Er hat oft außerhalb der Öffnungszeiten gearbeitet. Er wollte tagsüber die Besucher nicht stören. Ein Mann mit Stirnglatze kommt herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Alfred wurde ermordet. Das ist ja furchtbar. Und stellt eine Urne ab. Sie sind ja vom Fach, oder? Wir haben da beim Alfred seinen Zettel gefunden. Was sind das für Zahlen? Das sind Grabmaße. Die hat sich Alfred immer notiert, wenn er einen Sarg ausgemessen hat. Wieso? Die Gräber sind doch normalerweise immer gleich groß, oder? Draußen. Natürlich gibt es genormte Särge, aber wir haben auch XXL und Kindermodelle. Da muss die Grabgröße natürlich dementsprechend angepasst werden. Ja, ist schon klar. Wo waren Sie eigentlich gestern Abend? In einem Verkaufsraum? Sie glauben doch nicht, dass ich etwas mit dem Mord zu tun habe. Keine Ahnung. Sie machen ja schließlich auch nur Ihre Arbeit. Ja. Legt sich Staller in Luise, einen Sarg. Frau Schmidt und ich waren gestern noch länger hier. Buchhaltung. So bis 10 in der Nacht. Buchhaltung. Und Sie? Der Bestatter, Schmidt und Hubert betreten den Verkaufsraum. Der Sargdeckel geht auf. Was machen Sie denn da? Ich wollte bloß was ausprobieren. Deswegen muss man sich doch nicht gleich reinlegen, Herr Staller. Das ist für eine sauteure Angelegenheit, so ein Sarg. Mhm. Investition fürs Leben. Im Vergleich zur Konkurrenz bin ich noch preisgünstig. Ich lasse meine Särge im Ausland anfertigen. Selbstverständlich trotzdem in besser Qualität. Super, Herr Heller. Haben Sie eigentlich den Herrn Hofbauer näher gekannt? Nicht wirklich. Er lebt allein und zurückgezogen. Ich habe mich nur manchmal um seine Krähe gekümmert. Seine Krähe? Ja, Alfred hat das Tier geliebt. Er hatte den Günther überall dabei. Günther? So eine Krähe ist ein schlaues Tier. Mhm. Wenn Sie mich nicht weiter brauchen, würde ich mich gerne verabschieden. Okay, ja, wir brauchen Sie nicht mehr. Wiederschauen. Wiederschauen. Haben Sie vielleicht die Adresse vom Herrn Hofbauer? Ja, ich suche sie ihn vorne raus. Mhm. Hansi, ja. Staller klettert aus dem Sarg und folgt Hubert und Schmidt. Im Streifenwagen.
Ich weiß nicht, so eine Krähe passt doch super zum Totengräber. Vielleicht sollte man auch mal wieder so ein Haustier zulegen. Das mögen die Frauen. Mhm. Was würde denn da zu mir passen? Ein Jagdhund vielleicht? Ich will jetzt nichts sagen, Hansi, aber deine Haustiere sind ja relativ schnell eingegangen, alle. Entschuldige, eine Tanzmaus, die wird ja nicht älter als ein halbes Jahr. An einem Waldrand halten sie vor einer kleinen Hütte. Die Polizisten steigen aus und gehen über eine sonnige Wiese auf das Häuschen zu. Wahnsinn. So was wäre noch mal ein Traum da als Alterssitz. Ja, das hat schon ein bisschen so ein Friedhofsambiente. Du brauchst bloß die passende Frau, sonst machst du keinen Spaß. Ich glaube, das passende Haus findest du leichter, Hans. Die Ermittler spähen durch ein Fenster und gehen weiter. Staller folgt Hubert ein paar Stufen zum Hütteneingang hinauf. Ja, machen wir es wie immer. Tritt's ein. Ja, das ist Hartholz, da brich ich mir Mittelfußknochen. Das geht auch mit Gefühl. Staller schiebt seine EC-Karte in den Türspalt. Was du? Ich hab keine Karten. Staller tritt die Tür auf. Das Licht im Flur ist fahl. An einer Wand mit brauner Blumentapete hängen Fotos, darauf der Verstorbene und seine Krähe. Lauter Familienfotos. Hubert durchquert den Flur. Dort hängen Schaufeln, Spaten und Pickel an der Wand. So Krähen sind voll schlau. Ich hab mal so einen Tierfilm gesehen. Da haben die Nüsse auf die Straße gelegt, sind die Autos drüber gefahren, haben die Nüsse geknackt, da sind die Krähen hin und haben die sich wieder weggeholt. Scheiße! Staller zieht seine Waffe. Upsi. Vorsichtig durchquert er den Flur. In einer Kammer sitzt Hubert auf einem Bett und hält einen Totenkopf als Blumentopf. Schau dir das einmal an. Staller nimmt neben Hubert Platz. Brutal. Aus China. Ja, das sieht man an der Augenpartie. Na, steht unten drauf, Made in China. Schon ein seltsames Hobby. Ja, wobei, für einen Totenkrieg. Entschuldige, ein Konditor steht sie auch dort ins Wohnzimmer. Sie kommen zurück in den schmalen Flur. An der Tür zum Windfang hält Staller inne. Upsi. Ja? Da fehlt eine Schaufel. Ja und? Wenn er halt am Friedhof vergessen haben. Ja, wir haben aber am Friedhof gar nicht gefunden. Ach so? Du meinst, dass der Mörder die mitgenommen hat? Ja, dass die Schaufel die Tatwaffe war. Ach gut, sag, kannst du einmal was nicht kaputt machen? Ja, ist ja wirklich alles sehr baufällig da. Staller lehnt eine Schaufel an die Wand. Der Haken darüber ist runtergefallen. Staller nimmt ein Foto mit. Der Streifenwagen hält vor dem Polizeirevier. Drinnen Girwitz am Telefon. Leider bin ich gerade nicht zu erreichen. Hinterlass mir doch einfach eine Nachricht. Ich warte jetzt geschlagene 2 Stunden, Fräulein. Wenn du mir nicht sofort das Auto zurückbringst, dann... Hubert, Staller! Du rufst sofort zurück. Danke. Was gibt's Neues? Ja, also der Tote heißt Alfred Hofbauer. Das ist unser Totengräber gewesen. Ja, gut, gut. Und weiter? Moment, Moment. Bequemt sich das Fräulein auch mal anzurufen? Hä? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was? Entschuldigung, ja. Ich gebe sie weiter, ja. Ja. Für Sie, eine Frau Schmidt. Staller greift nach dem Hörer. Hallo, da haben Sie hier. Ja, selbstverständlich. Ja, machen wir gern. Bis später. Ja, dann hauen wir jetzt ab. Ja. Im Gang. Das ist wirklich komisch. Ciao, Sonja. Ciao. Dass die Frauen immer ausgerechnet mich sprechen wollen. Ja, das ist wirklich komisch. Was hat's denn heute, Frau Schmidt? Sagen Sie mal, brauchen Sie gerade das Auto, ja? Wir müssen zum Friedhof. Ja, das frage ich. Ja, gut, gut, fahren Sie. Girwitz durch das Anmeldefenster. Sagen Sie mal, Frau Wirt, funken Sie mir doch mal den Riedel an. Hinter ihm? Ist er nicht noch im Konferenzraum? Flitzt Riedel vorbei. Ja, gut. Der legt im Konferenzraum hastig Brotzeit und Helm ab. Eilig streift Riedel die Lederjacke ab und setzt sich an den Tisch. Der hantiert mit einer Karte. Herr Polizeirat, ich wollte gerade losfahren. Ja, gut, dass Sie noch da sind. Echt? Natürlich nicht. Ich brauche Ihr Fahrrad. Was, mein Radl? Ja. Ja, aber das ist doch viel zu klein für Sie, Herr Polizeirat. Das lassen wir meine Sorge sein. Ja, aber die Bremsen sind auch sehr eigen von dem Fahrrad. Also, Riedel,
Ich fahre nicht das erste Mal Rad. Schlüssel. Ja, aber ich kann doch nicht den Jogger zu Fuß verfolgen. Doch, können Sie. Hm. Er geht. Riedel nimmt seine Brotzeit und beißt hinein. Auf dem Friedhof. Staller betrachtet das Foto und kneift ein Auge zu. Vor ihm die Krähe auf dem schmiedeeisernen Grabmal. Ich weiß nicht, Hansi, also ganz ehrlich, für mich schauen die alle gleich aus. Deswegen habe ich das Foto dabei. Ja, als ob du da einen Unterschied kennst. Ja, außerdem werden nicht alle, die da rumfliegen, Günther heißen. Probier's einmal. Staller hält einen Karton mit Löchern. Ja, Günther, ganz ein Braver. Da, komm, hupf mal rein. Da. Hansi, das ist kein Schäferhund. Ja, und? Das machen wir ganz anders. Hubert stülpt den Karton über die Krähe. Die Polizisten linsen von oben herein. Das war für ihn nicht artgerecht. Ja, aber das ist ja dem Vogel wurscht. Der Streifenwagen zwischen grünen Wiesen. In der Ferne die Alpen. Auf dem Hof des Bestattungsinstituts. Hansi, nimm mir mal das Viech ab. Staller läuft zur Beifahrerseite und nimmt von Hubert den Karton entgegen. Welcher Vogel sitzt auf dem Baum und winkt? Hä? Keine Ahnung. Der Huhu. Was? Huhu, ein Uhu, der winkt. Wem winkt der? Ah ja, vielleicht habe ich ihn schlecht erzählt. Hubert schließt die Autotür. Im Büro steht Schmidt am Schreibtisch. Huhu, nicht Huhu. Da kommt jemand für Sie. Ist der Günther da drin? Sie wissen, dass Krähen unter Naturschutz stehen. Was? Wieso? Ja, weil man es nicht mehr essen darf. Genau wie Frösche und Schildkröten. Das war ein Witz. Ich hätte ihn ja gern selbst geholt, aber ich konnte hier leider heute nicht weg. Ja, für uns ist doch das selbstverständlich. Wir sind ja tierlieb. Schanz. Er hebt gleich den Deckel. Und der sich freut, weil er sie sieht, ist ja kein Wunder. Krähen zeigen, ob sie jemanden mögen oder nicht. Mhm. Menschen auch. Sie verknüpfen erlebte Ereignisse mit den beteiligten Personen und merken sich so ihre Gesichter. Echt? Das hat mir Alfred mal gesagt. Was haben wir? Ja, wenn der sich Gesichter merken kann, dann hat doch der den Mörder mit Sicherheit auch gesehen. Also haben Sie manchmal, glaube ich, dass du nimmer alle Tassen. Entschuldigung. Hallo? Hubert geht mit dem Smartphone hinaus. Wir würden den jetzt wieder mitnehmen. Sie haben ihn doch gerade erst gebracht. Ja, wir haben jetzt aber eine andere Sachlage. Schmidt starrt ihn an. Zeugenschutzprogramm? Ja. Hubert sitzt im Auto. Ja, Anja, mach mal. Okay. Ja. Staller öffnet die Fondtür und stellt den Karton auf die Rückbank. Frau Dr. Licht will irgendwas. Na, fahren Sie nicht das Viech ins Auto. Was soll ich machen? Ja, bringen wir das zurück. Okay. Kennt sich hier der arme Vogel gar nicht mehr aus. Johanna Gerwitz trägt Einkaufstaschen über einen Parkplatz. Ihr Vater mit Helm und Pilotenbrille nähert sich auf dem Dienstrad. Fräulein, habe ich Ihnen nicht klipp und klar gesagt, wann du den Wagen zurückbringen sollst? Ich hätte ihn dir doch gleich zurückgebracht. Ja, du weißt genau, dass ich das Auto in Dienst brauche. Und für was genau? Das ist eine Frage des Prinzips. Das Fahrrad steht ja auch ganz gut. Sehr witzig. Am Auto. Sag mal, hast du in meinem Auto geraucht? Dann kauf dir halt einen Duftbaum, mein Gott. Mein Auto ist keine Müllhalde. Er hebt das Rad hinein. Das Heck geht zu und öffnet sich wieder etwas. Du läufst. Und meine Sachen? Die kannst du dir im Revier abholen. In der Pathologie steht der Karton auf einer abgedeckten Leiche. Anja versucht hineinzuspähen. Mai, habt ihr mir einen Kuchen mitgebracht? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ist da vielleicht der Vogel drin? Ja, wir haben gesagt, der soll ihn im Auto lassen. Entschuldige, da geht doch der ein bei der Hitze. Du magst nicht mehr sehen, Günther, weißt du? Lass bloß den Karton zu. Ich habe keine Lust, hier überall Spuren von dem Viech zu finden. Also, das Opfer ist, wie schon vermutet, erschlagen worden. Todeszeitpunkt gegen 21 Uhr. Die Tatwaffe war ein großflächiger, flacher Gegenstand. Der Frisbee. Und in der Wunde konnte ich ein paar rote Lackspuren sicherstellen. Wahrscheinlich eine Schaufel von dem. Ich habe keine Lust, jetzt eine Schaufel zu suchen. Auf der Zigarettenpackung habe ich keine Fingerabdrücke gefunden. Außerdem habe ich das Opfer auf Nikotinspuren untersucht. Jetzt wird's interessant. Er war Nichtraucher, definitiv. Keine Spuren von Nikotin, weder in noch am Körper. Wieso hat er dann Zigaretten dabei gehabt? Ihr seid's doch vor der Polizei. Vielleicht wollte er gerade das Rauchen anfangen. Ja, da hat er sich gedacht, nehme ich ein Backel mit. Falls ich zu rauchen anfange, habe ich immer Zigaretten dabei. Der siegt den ganzen Tag bloß Tote. Das ist ein Riesenstress. Da bist du halt zuchtanfällig. Stimmt es? Er sieht Anja an. Der Streifenwagen steht vor der Bäckerei Rattlinger. Staller trägt den Karton hinein und stellt ihn vor Hubert. Nein,
Na, hauen Sie bitte nicht auf den Tisch mit dem Viech. Er soll den armen Kerl am Boden hinstellen. Na, in der Natur, da hocken sie auch am Boden. Na, am Baum. Was hast du denn da? Sabrina kommt. Mal süß. Da haben wir jetzt gerade ein bisschen Vogelsitten. Sabrina, bringst du uns zwei Kaffee? Sie entfernt sich. Mann mit Haustier, das mögen's die Frauen. Sag mal, kann es sein, dass die Zigaretten gar nicht vom Opfer sind, sondern vom Mörder? Ach so, dass dem das bloß so ins Grab reingefallen ist. Ja, und das Opfer, das hat er dann draufgeschmissen. Ja, dann hat er es natürlich liegen lassen, weil der kriegt ja den Fettmops gar nicht bewegt. Ja, kann er gar nicht davon ausgehen, dass die Leiche gefunden wird, ich mein, am Friedhof. Sag mal, Sabrina, fällt dir da was auf? Ja, meine Marke. Ach so, das ist ja falsch geschrieben. Witzig, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da Rechtschreibfehler drauf ist. Da schau. Sie zeigt ihre Schachtel. Da ist richtig schlimm. Ja, vielleicht eine andere Serie oder Charge oder was sagt man da? Das ist eine Fälschung. Das ist ein sehr lukratives Geschäft. Sie entdeckt draußen den nackten Jogger. Hinter ihm rennt Riedel. Vernackerter. Was? Ja, ein Jogger, der joggt da immer durch die Gegend. Ja, den hat der Riedel aber im Griff. Ach, der sollte ruhig öfter vorbeilaufen. Nein, das packt dann nimmer der Riedel. Bei Yazid. Mei, jetzt eine schöne Zigarette. Das wär's, gell? Was ist, rauchst du nicht mit? Ja, aber du rauchst doch gar nicht. Ja, wir haben so einen Haufen Stress. Der Hansi, der hat auch wieder angefangen. Ja, leider. Ja. Staller und Hubert bedienen sich aus der gefälschten Schachtel. Ab und an, wenn wir nicht rauchen, ist okay, oder? Die drei ziehen an ihren Zigaretten. Hubert kneift die Augen zusammen. Spürst du irgendwas? Habt ihr mir da was reinbröselt, oder was? Wieso? Ja, weil die ein bisschen komisch schmeckt. Jetzt! Sie drücken die Zigaretten aus. Was heißt da jetzt? Ja, wir haben das so einen Verdacht. Was denn für ein Verdacht? Ja, dass die gefälscht sind. Ja, und dein Geschmackstest hat das quasi bestätigt. Ja, gefälschte Zigaretten hat was mit dem Mord zu tun. Ja, oder mit dem Mörder. Und ihr habt euch gedacht, dann nehmt mich mal wieder als Versuchskaninchen, oder wie? Ja, entschuldige, da haben Sie und ich mir rauchen nicht, wir können es ja nicht beurteilen. Ah, und dann muss man wieder der Yazid, der Depp, für alles erhalten. Ganz genau. Kannst du dich ein bisschen umhören? Umhören? Bissl. Hubert und Staller sitzen vor Gerwitz Schreibtisch. Und wie laufen die Ermittlungen? Wie war's denn beim Einkaufen? Nicht ablenken, Hubert, nicht. Wir hätten quasi einen Zeugen, also wenn wir dem eine Aussage entlocken könnten. Hast du aber Vogelfutter. Und wie heißt der? Der heißt Günther. Günther wer? Hubert kriecht unter den Tisch. Was macht er da? Keine Ahnung. Gerwitz und Staller krabbeln hinterher. Was suchen Sie in meinem Papierkorb? Rauchen kann tödlich sein. Das müssen Sie mir nicht sagen. Tödlich ist schon wieder frisch. Eine Zigarettenschachtel. Wo haben Sie die her? Warum ist das wichtig? Ja, weil wir bei der Leiche genau die gleiche gefunden haben. Das ist Schmuggelware. Steht wahrscheinlich mit dem Mord in Verbindung. Beantworten Sie mal die Frage, wo haben Sie die her? Die habe ich heute jemand abgenommen. Nicht? Ich kümmere mich drum. Hm? Ja, ich glaube, das machen bisher mir. Ja, das mache ich schon. Wir sind ja schließlich ein Team, nicht? Ja, also Team. Ja, wie auch immer. Also Sie kümmern sich um Ihren Zeugen und ich mich nicht. Also, los. Hubert und Staller stehen auf. Gerwitz im Vierfüßlerstand unter dem Schreibtisch schaut ihnen nach. Schnell kramt er sein Smartphone aus der Hosentasche und hält es sich ans Ohr. Fräulein, wie kommst du an Schmuggelzigaretten? Du kommst sofort auf die Wache. Im Dienstzimmer. Stell dir mal vor, der Gerwitz fängt jetzt an aus Ermitteln an. Das ist eine Justizbehinderung. Was regst du dich so auf? Da fragen wir die Luise wegen der Zigaretten und dann sieht die auch, wie gut wir uns verstehen, der Günther und ich. Na ja, der versteht sich eher mit deinem Essen. Du Hansi, tu mir Gefallen und nimm das Viech bitte nicht ins Auto mit. Wieso? Ja, weil es unhygienisch ist. Ich hab keine Lust, dass ich eine Vogelgrippe krieg. Okay, Vogelgrippe, das ist eine Krähe. Vogelgrippe, das kriegen ja höchstens die Backhändel. Nein, was ganz anders. Du bist ja bloß eifersüchtig. Ja, aber nur deswegen, weil ich nicht von dir wegfliegen kann. Deswegen brauchst du aber nicht unsere Beziehung torpedieren. Bin ich mal gespannt auf den Gerwitz sein Gesicht, wenn ich ihm erzähle, dass dein Vogel da sein einziger Zeuge ist. Lächelnd beugt sich Staller über den Karton. Im Vorraum liegt Riedel im Jogginganzug am Boden. Sonja reicht ihm Wasser. Hubert blickt auf ihn herab. Schau, Riedel, so musst du das Training beim Marathon vorstellen. Was ist denn mit deinem Radl? Ist das kaputt? Nein, das hat der Gerwitz. Radl ist Triathlon. Na, da wäre Schwimmen noch mit dabei. Der Gerwitz ist ja schon längst da. Ja, und warum sagt mir das keiner? Was ist denn das eigentlich? Das ist quasi ein Zeuge. Sonja schaut in den Karton. Das ist eine Krähe. Ja, das wissen wir. Ja, und was soll ich damit? Drauf aufpassen, bis wir wieder da sind. Ja, ich schau, dass der Gerwitz nichts mitkriegt. Wovon? Vom Günther.
Günther? Ja, das Viech braucht einen Namen. Ciao, Günther. Noch einmal hebt Sonja den Deckel des Kartons an. Riedel stürmt in Girwitz' Büro. Auf der Fensterbank die Einkaufstaschen. So, mir reicht's jetzt. Ich bin ja hier nicht der Depp. Schon mal was von Anklopfen gehört? Wie soll ich denn bitte meine Arbeit machen, wenn ich von allen Seiten ständig blockiert werde? Sie wirken etwas überhitzt, Riedel. Ja, das ist ja logisch. Ich muss ja irgendeinem Nackerten hinterherlaufen, während Sie mit meinem Radl irgendwie beim Shoppen sind. Girwitz springt auf. Erstens, Riedel, was ich mit dem Rad mache, ist allein meine Sache. Zweitens ist das nicht Ihr Radl. Und drittens können Sie froh sein, wenn Sie damit fahren können. Ist das klar? Jawohl. So, und jetzt nehmen Sie sich das Rad und starten den Nackten. Und ab! Im Bestattungsinstitut. Ach, gut, dass Sie kommen. Ja, der Kollege freut sich auch. Können Sie den Tatort vielleicht wieder freigeben? Wir können die Beerdigung langsam nicht mehr nach hinten verschieben. Ach so, ja, wegen der Verwiesung. Gehen Sie. Ja, da kümmern wir uns drum. Dankeschön. Setzen Sie sich doch. Die beiden nehmen Platz. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach so, ja, schauen Sie mal her. Da, das Backerl, das haben wir bei der Leiche gefunden. Das ist aber merkwürdig. Soweit ich weiß, war Alfred nicht Raucher. Ja, das ist vollkommen wurscht. Entscheidend ist, dass das wahrscheinlich eine Fälschung ist. Ja, und das hängt mit Sicherheit irgendwie mit dem Mord zusammen. Kann das sein, dass da Alfred Hufbauer in einen illegalen Zigarettenhandel verstrickt war? Hubert? Alfred? Pustet? Ja, ja. War doch ein bisschen so ein mysteriöser Typ. In eine Urne. Nein. Alfred wäre der Letzte, dem ich so etwas zutrauen würde. Asche fliegt herum. Und ist einer da in letzter Zeit vielleicht irgendwas aufgefallen? Gab's da Ärger mit irgendwem? Nein. Bis auf die typischen Auseinandersetzungen mit Herrn Heller ist mir nichts aufgefallen. Was? Wieso typisch? Ach, nicht so wichtig. Alfred hat es gestört, dass der Heller das Ganze hier nur wegen dem Geld macht. Na ja, der ist ja also ein Kirschel und da, wenn du die Preise anschaust. Alfred stand den Trauernden immer zur Seite. Und das nicht nur, weil sie Tausende von Euro für Sarg- und Bestattungsfeier ausgeben. Warum dann? Er wollte Herrn Heller davon überzeugen, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Mhm. Können wir den vielleicht einmal sprechen, den Herrn Heller? Er kümmert sich gerade um eine neue Sarglieferung. Er müsste aber jeden Augenblick zurück sein. Von mir dabei zum Friedhof und checken das mit der Absperrung. Dankeschön. Da werden die Angehörigen sich aber freuen. Ja, schön. Die Ermittler überqueren den Friedhof. Der Himmel ist blau, Büsche bewegen sich im Wind. Hubert und Staller kommen ans offene Grab. Ui, das hat aber wirklich schön gemacht, der Riedel. Ja, ja, absperren, das kann er. Sie schlüpfen unter dem rot-weißen Absperrband hindurch. Sag mal, Hansi, wie groß bist denn du? Wieso? Sag einfach, wie groß du bist. 1,91,5. Aha, jetzt pass mal auf. Da haben wir Grab Nummer 101. Das ist laut Zettel 2 Meter tief. Ja. Wie du drin gestanden bist, hast du nicht rausschauen können, obwohl du auf der Leiche drum gestanden bist. Was folgern wir daraus? Ja, dass das Grab tiefer als 2 Meter ist. Genau, müsstest vielleicht noch mal reinhupfen, dann wissen wir es genau. Was, wieso ich? Hupfe du rein? Ja, ich bin zu klein. Okay, komm, die 10 Zentimeter. 8 Zentimeter, ich bin 1,83 Meter. Ja, du wirkst aber wesentlich kleiner. Ja, weil ich keine Mützen auf habe. Ist ja wurscht jetzt. Also pass auf, du bist so da gestanden, da hast du hingehabt, das sind 2,20 Meter. Nein, 2,40 Meter. Wieso? Ja, ich habe mal ein paar Ski gehabt. Ja, ist wurscht, einigen wir uns auf 2,30 Meter. Das Grab bleibt auf jeden Fall gesperrt. Bleibt gesperrt. Die beiden bücken sich wieder unter dem Absperrband hindurch und entfernen sich. Auf einer Landstraße nähert sich der Streifenwagen. Die Polizisten betreten den Hof des Bestattungsinstituts. Heller steht am offenen Heck eines Transporters. So, grüß Gott. Darin ein Grauhaariger. Habt ihr neue Lieferung? Grüß Gott. Hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Wieso ist denn das Grab Nummer 101 wesentlich tiefer, als es auf dem Zettel vom Hofbauer steht? Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Dafür war ja der Alfred zuständig. Mhm, aber den können wir nicht mehr fragen. Leider. Aber vielleicht kann ja Frau Schmidt noch mal in den Unterlagen nachsehen. Und wer sind jetzt Sie? Das ist mein Lieferant, Jürgen Schwarz. Grüß Gott. Grüß Gott. Haben Sie den auch kennt, den Herrn Hofbauer? Ja, vom Sehen. Wir sind uns hier manchmal über den Weg gelaufen. Mhm. Und Sie liefern da die Särge? Korrekt. Tja, wenn Sie uns da nicht mehr brauchen, würden wir gerne den Sarg verräumen. Heller zieht ihn aus dem Heck. Schwarz hilft ihm. Wiederschauen. Wiederschauen.
Hubert und Staller bei Schmidt im Büro. Sie blättert in einem Ordner. Nee, hier steht leider nichts. Ja, vielleicht hat der Helle ihm ja telefonisch irgendeine Änderung durchgegeben. Okay, wieso soll er das gemacht haben? Manchmal entscheiden sich Kunden ganz kurzfristig für ein anderes Sargmodell und dann ändern sich die Grabgrößen nochmal. Sie tippt aufs Telefon. Stimmt, Sie haben recht. Herr Heller hat ihn anscheinend am Abend noch angerufen. 19:02 Uhr. Das war ja 2 Stunden vor dem Mord. Ja, dann nehmen wir gleich mit den Herrn Heller. Auf geht's. Im Verhörraum sitzt Heller, Hubert und Staller gegenüber. Herr Heller, kurz vor dem Mord haben Sie nochmal mit dem Herrn Hofbauer telefoniert. Warum? Ging es da vielleicht um eine andere Grabtiefe? Das ist natürlich praktisch, wenn sich der Hofbauer das Grab gleich selber schaufelt. Da braucht er nur noch reinfallen. Ja. Und die zwei haben wir permanent miteinander gestritten. Deswegen bin ich doch noch kein Mörder. Ich kann das alles erklären. Erklären Sie es ruhig. Wir mussten dem Kunden für die Beerdigung kurzfristig einen XXL-Sarg zur Verfügung stellen, weil wir Lieferschwierigkeiten mit unserem Hersteller in Tschechien hatten. Dadurch hat sich natürlich auch die Grabtiefe verändert. Und das musste ich ja dem Alfred mitteilen. Wieso hat er das nicht gleich gesagt? Ich hab keine Ahnung. Weil ich dem Kunden nichts davon gesagt habe. Dem haben sie einfach einen anderen Sarg untergejubelt. Es ist doch das gleiche Modell. Eben nur ein XXL. Das fällt dem Kunden bei der Beerdigung gar nicht weiter auf. Ausgerechnet bei dem Grab, das ist aber schon ein komischer Zufall. Welcher Sarg war das genau? Wieso ist das von Bedeutung? Staller hält einen Flyer. Das klingt eigentlich alles ganz einleuchtend. Dann schauen wir doch mal, was der Zeuge dazu sagt. Der Zeuge sagt, ja. Kennen Sie die? Die Zigarettenschachtel in einer Tüte. Schauen Sie es ja ruhig genau an. Noch nie gesehen. Staller steht auf. Unruhig blickt Heller umher. Im Vorraum telefoniert Sonja. Ja, aber wenn der jetzt in den 2 Wochen krank wird? Ich kenne noch gar keinen Tierarzt. Staller kommt vom Gang herein. Dann müssen wir halt die... Sonja? Was ist denn? Dann muss man halt die Nummer nochmal schreiben. Warte mal, ich rufe dich gleich zurück. Gib's noch mit dem Vogel. Sonja reicht ihm den Karton. Flüchtig späht Staller zu Girwitz' Büro. Der Chef tritt heraus. Was war das? Ich hab einen Frosch im Hals. Girwitz lugt in den Karton. Das ist doch eine Krähe. Staller rennt los. Staller! Im Verhörraum erhebt sich Hubert und kommt in den Gang. Staller, was fällt Ihnen ein, eine Krähe ins Revier zu schleppen? Ha? So laut, sonst fliegt unser Zeuge davon. Sag mal, sind Sie jetzt total bekloppt geworden? Ha? Das ist ja ein hochsensibles Tier. Sie, wenn Sie jetzt Drogen nehmen. Ich hab ihn. Hallo. Riegel mit dem Nackten. Warum hat der Mann nichts an? Weil er der Nacktjogger ist. Ja, man kann übrigens das Wichtigste bedenken, oder was? So, ja. Und die Krähe kommt dahin, wo Sie sie her haben. Zum Friedhof. Einfach, wenn wir das einfach später... Johanna kommt dazu. Stör ich? Sofort in mein Büro! Im Verhörraum stehen Hubert und Staller links und rechts von Heller. Herr Heller, sehen Sie den Karton? Ja. Schauen Sie mal rein. Warum? Einfach reinschauen. Unwillig steht Heller auf und löst ein Absperrband vom Karton. Blick aus dem Karton nach oben. Heller klappt den Deckel auseinander. Da haben Sie jetzt Glück gehabt. Wie meinen Sie das? Die Fragerei, die macht mir wahnsinnig. So eine Krähe, die merkt sich nämlich Gesichter. Ja, der Günther hat den Mord gesehen, also kennt er auch den Mörder. Da bricht nämlich so ein Krähenherz. Wenn vor den eigenen Krähenaugen das Herli wegstirbt. Ja, das merkt er sich. Mit Verlaub, das halte ich jetzt doch ein bisschen für weit hergeholt. Steht alles da drin. Ja, da gibt's ganze Versuchsreihen, gibt's da. Ein Krähenbuch. Ich war es jedenfalls nicht. Ich hatte genug mit meiner Buchhaltung zu tun. Gut, dann können wir jetzt gehen. Der Nackte im Konferenzraum. Was habe ich denn falsch gemacht? Riegel trinkt Wasser. Entschuldigung, das ist ja wohl offensichtlich. Sie können nicht einfach nackt durch die Gegend joggen, das ist ja Straftat. Sagt wer? Ja, das Gesetz. Darf ich jetzt wieder gehen? Nein, ich habe sie doch gerade erst festgenommen. Zu Unrecht. Sagt wer? Na, das Gesetz. Normalerweise zahle ich immer ein Bußgeld und das war's. Mit dem Karton folgen die Ermittler Riedel in den Vorraum zu Sonja. Ja, warum sagt mir das niemand, dass Nacktjoggen keine Straftat ist? Ja, genau, was ist denn jetzt mit deinem Jogger? Ja, so wie es ausschaut, muss ich ihn wieder laufen lassen. Laufen? Hm, passt doch. Riedel, nimm das Viech gleich mit. Dann freut er sich, weil der ist garantiert noch nie Radl gefahren. Wie war denn die Gegenüberstellung? Ja, komplett die Nerven verloren. Ja, ist halt kein Papagei. Servus, Günther. Sonja sieht in den Karton. Der Nackte kommt und bleibt vor ihrem Schreibtisch stehen. Hier sind noch meine Personalien für den Bußgeldbescheid und meine Handynummer. Da bin ich jederzeit für Rückfragen erreichbar.
Wo haben Sie denn Handy dabei? Der Nackte schmunzelt. Fragend mustern ihn Sonja und Riedel. Auf Yazids Couchtisch ein EC-Gerät. Große Beträge kann man bei mir ab sofort auch direkt mit Karte bezahlen. Praktisch, oder? Das ist der Wahnsinn. Was hast du denn rausgefunden? Ich könnte euch zum Beispiel sagen, wo die Zigaretten produziert werden. Was heißt, der könnte? Die Info gibt's natürlich nur gegen Vorauskasse. Der zahlt? Da haben Sie. Aus seiner Lederjacke kramt Stallert seine zerbrochene EC-Karte. Ach, Scheiße. Okay. Soll ich das halt übernehmen? Du hast doch gesagt, du hast gar keine dabei. Ja, dann wär's jetzt zerbrochen, ne? Ja, dafür muss er jetzt sein. Sag mal, bist du wahnsinnig? Das ist keine Vorkasse, das ist eine Jahresendabrechnung. Also, die Zigaretten werden von Tschechien nach Bayern über die Grenze geschmuggelt. Stichwort Bayerisch Eisenstein, Ceska Kubice. Hubert unterschreibt den EC-Ausdruck. Upsi, die Särge vom Heller, die kommen auch aus Tschechien. Ja? Bitte vergessen Sie nicht Ihre Karte und vielen Dank. Die Ermittler durchsuchen Särge. Bitte, meine Herren, seien Sie doch vorsichtig. Ja, jetzt einmal das Maul halten. Sagen Sie uns einfach, wo Sie Ihre Zigaretten versteckt haben. Was denn für Zigaretten? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ja, Tag 17. In Tschechien die Särge mit Zigaretten vollstopfen und ab über die Grenze. Das haben Sie einer so gedacht. Scheiße, da ist nichts. Das habe ich Ihnen doch von Anfang an gesagt. Ja, wir haben es ja gehört. Ja. So, jetzt hätten wir gerne mal die Adresse von Ihrem Lieferanten. Dann müssen wir noch mal ins Büro gehen. In einem Kiosk. Schwarz? Jetzt entspann dich mal. Ist alles okay. Am Telefon. Trink mal einen Tee. Du, ich muss Schluss machen. Kundschaft. Am Verkaufsfenster Johanna. Hallo. Alle von den Roten da bitte. Vor dem Kiosk in Girwitzwagen. Das darf doch nicht wahr sein. Kann ich jetzt endlich gehen? Du kannst gehen, wenn wir hier fertig sind. Papa, die Zigaretten sind ganz sicher aus diesem Kiosk. Ja, ganz sicher. Der Streifenwagen fährt vor. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin sicher, dass wir da richtig sind. Schaut nicht aus wie ein Sargladen. Schau mal, wer da ist. Oh. Ah, jetzt wissen wir, wer in der Familie Kirwitz der Raucher ist. Ich sag dir eins. Erwische ich dich nochmal mit diesen Zigaretten. Und vor allen Dingen rauchst du in diesem Auto. Was machen Sie denn hier? Servus. Johanna, kann es sein, dass du da deine Zigaretten kaufst? Ja, und? Jung und vorlaut. Ich hab Ihnen noch gesagt, dass ich das übernehme. Spionieren Sie mir etwa nach? Nein, das geht nur um den Kioskbesitzer. Das ist der Lieferant vom Heller. Schmuggelt wahrscheinlich Särge mit Zigaretten aus Tschechien daher. Interessant. Ich habe hier schon alles beschlagnahmt. Ist nicht eine Fälschung dabei. Aha, und die hat er Ihnen freiwillig gegeben. Das ist ja wohl meine leichteste Übung, nicht? Bin ja schließlich Polizeirat. Stinken bei einer so. Das ist dieser blöde Duftbaum. Und tschüss. Zu Johanna. Und dir sag ich's noch mal. Wenn du noch einmal in meinem Auto rauchst, war's das. Dann ist Schicht im Schacht. Haben Sie ein zweites Standbein mit Ihrem Standl da, gell? Das mit den Särgen mache ich noch nebenbei. Schwarz. Der Kiosk läuft leider nicht mehr so gut. Ach, schade. Ist alles angemeldet. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, in Ihren Räumlichkeiten würde man es gerne mal umschauen. Warum das denn? Es geht um Schmuggelware, falsche Zigaretten, so die Richtung. War da noch gar keiner da in der Angelegenheit? So ein ganz dicker, lauter Mann? Dann wüsste ich doch. Hubert zeigt die Schachtel. Haben Sie zufällig die Zigarettenmarke da? Leider nein. Eine hübsche Dame hat gerade die restlichen Bestände gekauft. Was? So ein Junge, der Vorlaute. Ja. Wegen Beschlagnahme, gell? Donnerstag am Abend. Wo waren Sie denn da? Hier im Laden. Ich habe noch bis spät nachts die Buchhaltung gemacht. Ach so, da macht jeder Donnerstagabend seine Buchhaltung, oder? Kann das wer bezeugen? Ich war alleine hier. Mhm. Ja, dann muss ich jetzt meinen Bluthund von der Leine lassen. Der Kollege wird jetzt mal den ganzen Laden auf den Kopf stellen. Staller hakt die Daumen in den Gürtel. Der hat Dreck am Stecken, der war ja übernervös. Ja, weil du meinen ganzen Laden zerlegt hast. Sonja? Au, Scheiße, das haben wir vergessen. Ja, wir kommen, ciao. Die Polizisten steigen in den Streifenwagen. Hans, Friedhof. Vor dem Absperrband am offenen Grab eine Trauergemeinde. Daneben ein Sarg. Entschuldigung, tut uns leid, wir haben es nicht schneller geschafft. Ja, aber er kann ja zum Glück nicht mehr davonlaufen, gell? Warte mal, das ist doch nie und nimmer XXL, sagt das, sehe ich ja mit bloßem Auge. Der Kollege misst nur schnell was aus, ne? Das ist ein stinknormaler Sack, der hat uns voll angelogen, der Heller, von wegen Übergröße. Ach so, dann haben die gar nicht wegen dem Sack so tief graben, sondern nur eine zweite Leiche zu verstecken. Ja, der Schwarz, der hat überhaupt kein Alibi. Und wenn, die ganzen Beweise sind weg. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hubert durchtrennt? Was? Das Absperrband. So, jetzt kann's losgehen.
Der Streifenwagen auf einer Landstraße. Das Polizeiauto im Hof des Bestattungsinstituts. Im Büro schaut Schmidt lächelnd auf. Hallo, die Herren. Hallo. Was wollen Sie denn noch? Keine Angst, Herr Heller, wegen Ihnen sind wir gar nicht da. Wir wollten nur der Frau Schmidt Bescheid geben, dass wir ab morgen den Günther wieder brauchen. Warum das denn? Für eine Gegenüberstellung mit dem Herrn Schwarz. Weil der höchstwahrscheinlich was mit dem Mord zu tun hat. Und da brauchen wir den Günther als Zeugen. Ja, das haben wir ja gestern im Verhör gesehen, wie wunderbar das funktioniert. Herr Heller, Sie haben den Alfred gar nicht umgebracht. Da sagt der Vogel natürlich nichts. Und dass die sich Gesichter merken können, besonders wenn sie was Übles gesehen haben, das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn also der Günther morgen beim Schwarz anschlägt, dann können sie einen kleinen neuen Lieferanten suchen. Heller und Schmidt wechseln einen langen Blick. Zwischen Baumkronen ziehen Wolken schnell über den Himmel. Das Bild wird schwarz. Autoscheinwerfer durchdringen die Dunkelheit und erhellen Büsche und niedrige Nadelbäume. Heller und Schwarz steigen mit Mützen, Taschenlampe und Schaufel aus dem Wagen. Heller beleuchtet den Weg. Schwarz? Wir hätten Alfred einfach Schweigegeld zahlen sollen. Irgendwann wäre dieser Moralapostel ja sowieso zur Polizei gegangen. Merkst du was? Die habe ich jetzt auch am Hals. Jetzt mache ich schon die Drecksarbeit, sie soll für alles andere noch gerade stehen. Jetzt beruhige dich endlich, ja? Wenn das Viech tot ist, bist du auch aus dem Schneider. Die beiden stehen vor Alfreds Hütte. Sie nicken sich zu und rollen ihre Mützen als Masken über die Gesichter. Schwarz geht voran. Sei vorsichtig, wir dürfen es nicht aufschrecken. Langsam nähern sie sich dem Vogelverschlag. Nebel wabert durch die Luft. Schwarz schiebt die Käfigtür auf und schleicht hinein. Heller? Heiße. Hinter der Seitenwand verbirgt sich Staller. Ins Funkgerät? Vogel funktioniert. Hubert späht über Büsche. Heller sieht sich um und leuchtet in den Käfig. Vor einer Krähe hebt sich die Schaufel und saust auf den Vogel nieder. Das für ein Scheiß! Das ist eine Falle! Zugriff! Heller flüchtet. Riedel rennt ihm nach. Staller sperrt Schwarz im Käfig ein. Riedel stürzt sich von hinten auf Heller und reißt ihn nieder. Hubert und Staller nähern sich. Riedel? Respekt. Ja, der ist jetzt fit. Auf Heller hockend dreht Riedel sich zu ihnen um. Heller und Schwarz knien mit Handschellen am Boden. Hubert zeigt ihnen die Schaufel. Zweimal das gleiche Schema. Schlag über den Schädel, sogar mit derselben Mordwaffe. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Heller. Mit Taschenlampe umrundet Riedel den Leichenwagen. Neben dem offenen Heck Kartons mit Zigarettenstangen. Upsi, schau mal her. Die waren im Sarg versteckt. Ja, super. Heb mal das an. Auf geht's. Halt, halt, halt. Was ist? Staller stellt. Ich muss nur was testen. Den Karton vor Schwarz. Herr Schwarz? Schauen Sie mal da rein. Blick aus dem Karton auf Schwarz. Der Karton wackelt heftig.